Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Ostseeküste im Lohne Project. Jo, ich habe weitergedroschen. Das hatte ich schon gemerkt. Wir müssen die erste Tour verklappern, wegbringen. Der aufmerksame Zuschauer wird feststellen, wir haben zwei neue Wagen. Ich hatte ja geguckt, den letzten Wagen, den wir gekauft haben. Ne? Ja, stand ja auch drin, geht rein. Ihr Flöte piepen. Ich konnte nicht uploaden. Ende vom Lied ist, ich habe den verklappert, habe zwei neue Wagen ran organisiert, dass wir arbeiten können. Der Kunde wartet, weißt du? Und nichts ist fertig. Das ist Bullshit. Sagen wir, wie es ist. Nur mal eben den Bock langsam anmachen, warm laufen lassen. Ich musste... Oh, zeigst du, irgendwie zeigt das aber nicht richtig an hier, ne? Ist noch nicht ganz aufgereift hier im Dashboard Live, oder? Okay. Alles klar. Passt schon. Ich guck, wo wir hin müssen. Ich hatte schon mal nachgeguckt, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Landhandel Live. Da müssen wir hin. Landhandel Live. Das war hier hinten irgendwo. Ich meine, das war hier, ne? Nee, das ist Hage. Ach, wir mussten hier hin. Hä? Kalkstation? Viehhandel? Ja, da. Markierung sitzen. Warum der das Ausrufezeichen ist, weiß ich immer noch nicht. So lange Rede, gar keinen Sinn. Schlepper ist warm gelaufen, ne? Weißt du, musst du ja heutzutage machen. Warum ist die Scheibe eigentlich nicht so schmal? Ja, weiß ich ja nicht. Äpfel. Wir haben ja auch noch ein paar Hektar zu dreschen hier. Das ist auch tolles Mähen. Nicht, dass die sagen, hey, den Macher kannst vergessen, der braucht nie wiederkommt. Geht nicht. Wegen der Wegen. Safety first, ne? So, Äpfel. Der macht ja unseren Macken gar nichts aus, das Gewicht dahinter, ne? Dann lacht er hier drüber. Ja, wir haben Haiti-Schleppe rum. So, oh, der will bestimmt ja auch noch hinten der Nachbar weg. Hoffe, das war eigentlich dann auch noch annehmen, ne? Mit so einem schicken Dreschkasten. Wir müssen laufen, rennen. Ein Business. Zwei, drei Maschinen. Ne, vier Maschinen müssen wir lange noch kaufen. Pflanzenschutzauto, Düngerstreuer. Fluchengrube. Und wir haben noch nicht mal ein Gelände, wo wir unsere Kladusen abstellen können. Das läuft ja wieder. Richtig gut bei dir. Ich habe aber auch noch keins gefunden. Die tanzen da hinten aber. Polka, wa? Die Wagen? Was ist da denn mit los? Heidi Witzke, ihr Kapitän. Ach Gott, könnt ihr gar nicht so im Spiegel sehen wie in der Kamera, aber die tanzen da hinten um einen Samba hinter. Nicht so schicki feini, du. Hägerlein! Ja, wir kaufen bald einen Schlepper für dich, ne? Dann kannst du mithelfen. Oder kein Bock. Helfen, ne? Zack, weg war sie. Wenn sie nur dieses Wörtchen hört in letzter Zeit, dann ist sie ja schon weg, ne? Helfen. Das Fremdwort für Hägerlein. Ah, ich wollte das BGA-Gelände kaufen, habe ich gesagt. Das wollte ich dann nehmen, ne? Und wir müssen hier abliefern. Gehe ich mal stark von aus. Er hat gesagt, Hagen Life. Hagen Life ist hier, ne? Ja, ist richtig. Geht jedenfalls nichts aufs Taler-Konto. Geworden, ne? 17% oder fahren wir noch ein paar Mal. Der fährt wie noch ein paar Mal. Das ist aber halb so wild in meinen Augen.
Soll ja Spaß machen. Jetzt hätt's ja keine. Äpfel. Oh, die Bude ist noch nicht zu. Warum ist die Bude denn noch nicht zu? Was stimmt denn da nicht mit der Hydraulik? Kannst du ja nicht sagen. Geht die Waage? Machen wir einen Schritt vor, dann müsste der Waage mit drauf kommen. Zweite Waage? Oh, die geht. Guck mal. Läuft. So mit einem Stoffi durchs Dörfli, damit die direkt wissen, dass wir immer an der Maloche sind, ne? Wisst ihr, ein guter Mitarbeiter, der macht nicht die Schippkarre nicht mal ne? Ach, Mara, auch hier. Guck mal, die macht immer Urlaub, wo ich arbeite. Heiliges Blechler. Die hat noch was von Leben. Guck mal, jetzt tanzen die Buben noch. Jetzt sind ganz doch tanzen wieder. Immer nicht so schlimm wie eben. Eben ging mir gar nicht. Wahrscheinlich nicht für Svennys Vorstil ausgelegt. Ganz vergessen. Ganz vergessen. Fauler Farmer hatte ich ja eingestellt, ne? Das war ordentlich was to down haben. Nehmen wir langsam mal die Straßen überqueren. Jetzt können wir aufhören. Nee, warte mal eben, Kollege. Touris. Wir sind hier schon wieder bedruckt, ne? Ehrlich. Es gibt doch nichts über einen schicken Schlepper und einen coolen Spielstuhl. Und nicht immer alles muss. Hier ist total Chili Vanilli, ne? Alles kann, nix muss. Woll wegen Zeit. Kein Stress, du musst dies für dich kriegen, du musst das für dich kriegen. Nee, langsam vor sich hin, Dattel. Ja, da sind ja auch noch ein paar Hektar. Ist mit dem Klaus warm laufen lassen, habe ich noch gar nicht gemerkt heute. Guck mal, der macht schon ein Abtankerchen. Schon ein bisschen warm hier in der Bude, ne? 8,38. Läuft. Ich wollte eben hier gucken. Ballenbrissen haben wir gerade kein Zeit für. Feld 49, okay. Die Flügen, das müssten wir annehmen, ne? Wir haben erst nur einen Schlepper. Dann können wir uns eigentlich nicht durch die Lappen gehen lassen. Düngeritis, ja. Was ist denn das für ein Feld? Feld 7? Wo ist denn Feld 7? Ach du, ja, das werden wir glaube ich noch machen, ne? Ich warte ja hier drauf. Was war diese riesen Flugmission? Feld 18. Ach, das ist doch hier nebenan da. Ja, das ist 18, doch. Oh, mal gucken. War immer noch nicht leer, die Bude? Kann ja nicht sein, ne? Und da läuft er überlegs. Heute habe ich mal rausgefunden, bei Jan war der immer mal mit Tisch vor, Tisch zurück. Bis sogar jemand den Tisch hier noch ein- und ausfahren kann, mein Dreschkasten. Hat er heute mal gezeigt, damit man das auch mal versteht, ja. Es ist Donnerstag, wo ich aufnehme, ne? Ja, ja. Dönerstag. Gibt aber keine Döner. Döner ist out. Wir müssen erstmal hier ein bisschen was verdienen, dass wir uns auch einen Döner leisten können. Ne? Kann's ja nicht sein sonst. Ohne Worte. Dann will ich auch noch ein bisschen was zu tun haben hier. Der hat einen runtergewuppt hat. Das dauert noch ein Biertgen. Können wir gleich eben noch zwei Maschinen kaufen? Ne, drei, vier müssen wir kaufen, habe ich gesagt, ne?
Dass wir jetzt mal so langsam die Erntemission hier mitnehmen. Was kostet eigentlich der BGA-Gelände? Ich hab noch gar nicht nachgeguckt. Ja, da müssen wir auch noch hin, ne? Wir bräuchten eine Flügli. Komm, den kaufen wir direkt. Ja, kaufen. Wir nehmen den, weil der ist gut. Kaufen. Wir brauchen eine Grübär. Grübär! Kaufen wir den hier. Weißt du auch warum? Können wir den nämlich auch mit sein. Kaufen. Dann kaufen wir den Tank eben zu. Hier, Kombination. Den hier. Kaufen. Dann haben wir jetzt noch 120.000 Glocken, ne? Okay. Machen wir hier zurück. Dünger Stroyer. Wir könnten einen alten Bruns kaufen. Da gehen 8.000 Liter rein, aber der hat nicht so die Streubreite, obwohl das ja eigentlich... Wir kaufen den. Pflegereifen. Kaufen. Ja. Und hier. Da brauchen wir noch. Die können wir uns gerade gar nicht so leisten. Ne, dann warten wir dann noch mit. Wir müssen auch Dünger investieren und so. Und dann die anderen Maschinen schon mal. Ja, das läuft. Dann machen wir gleich mal so eine Flugmission oder so. Aber wir haben nur einen Schlepper, ne? Schwierig. Wir brauchen auch noch einen Pflegeschlepper und so. Aber das müssen wir uns jetzt erst verdienen. Nicht alles auf einmal. Das Wichtigste haben wir aber. Drille und grober. Nichts mehr schief gehen. Wir können arbeiten. So soll es sein, sagt der Onkel Doktor, ne? Ich wollte hier eigentlich nicht nochmal. Ne, das brauchen wir gar nicht. Wie machst du denn, Svenny? Aufpassen! Augen auf, hier mein Kofferklau! Kannst du nicht sein, so will. Ja, wenn so muss man auch mal mit der Svenny schimpfen, ne? Damit der Laden läuft. Wir auch einen Raps nicht ganz sauber hier, ne? Bisschen Unkraut drin, du? Ja, der macht unseren Dreschkasten gar nichts. Der lippt und lippt und lippt und lippt. Guck dich da dran. Und wenn wir die BGA haben, dann können wir uns mal ein Güllefass zulegen und dann können wir auch mal Düngemissionen mit Gülle machen. Also mit Gärresten, ne? So ist auch meine Denkensweise dahinter. Oder man Mist da einfach drauf fahren. Geht ja nur ums Düngen. Wo Mist können wir gar nicht fahren, weil wir keine Viecher haben. Also, aber so soll es irgendwie laufen. Und irgendwann, wenn der Lohnerbetrieb gut läuft, können wir dann mal anfangen, ja, vielleicht noch ein bisschen Schweine dazu zu machen. Halt mal einen ganz anderen Weg gehen, aber eher auf Lohner auslegen, ne? So ist mein Plan, meine Denkensweise. Weil ist mal was anderes. Ich weiß nicht, ob jemand so ein Projekt so macht. Ich habe keinen Plan. Aber ich fand, es ist mal was anderes. Nicht immer dasselbe. Autosave, danke. Richtig? Richtig. So, ich mache den Dreschkasten voll, bringe das dann weg und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal zum Missionsabschluss wieder, liebe Leute. Ich sag dann jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.